Hallo, herzlich willkommen zu meinem Praxisfilm. Mein Name ist Steffen Abramowski. Ich bin seit 10 Jahren Physiotherapeut und seit 8 Jahren betreibe ich in Tamsbrück, einem Ortsteil von Bad Langensalza, eine Therapiepraxis. Vor einem Jahr habe ich die Mikrostromtherapie kennengelernt. Ich war da erst ein bisschen skeptisch. In diesem Jahr, in dem ich jetzt diese Mikrostromtherapie anwende, hatte ich schon viele gute Erfolge bei meinen Patienten. Wobei ich sagen muss, es ist eben eine Therapie, die ich zusätzlich anwende zu der normalen Physiotherapie, also als Ergänzung. Aber viele Patienten können sehr gut davon profitieren, die Schmerzen werden geringer, Bewegungsausmaße werden besser. Also nicht nur ich, auch die Patienten sind sehr begeistert. Davon profitieren ganz viele Patienten. Patienten mit Arthrose-Schmerzen, Patienten nach Operationen, neurologische Patienten, die ihre Schmerzen nicht loswerden und natürlich auch die Patienten mit akuten Schmerzsyndromen. Was ist denn eigentlich Mikrostrom? Mikrostrom, so wie es der Name sagt, ein ganz geringer Strom, wesentlich weniger als die normalen Reizstromgeräte, die man aus der Physiotherapie kennt. Dieser Strom ist angelehnt an die Ströme, die wirklich im Körper fließen, und so kann dieser Strom die Stoffwechsel in den Zellen viel besser beeinflussen, regt den Stoffwechsel an und die Heilungsprozesse im Körper werden angeregt. Unsere Praxis hat eine Zulassung für alle Krankenkassen, sowohl gesetzliche als auch die privaten Kassen. Zusätzlich können aber auch Patienten, die sich mal entspannen wollen, zu einer Massage zu uns kommen. Neben den normalen physiotherapeutischen Leistungen bieten wir auch Leistungen mit Zusatzqualifikationen an, wie zum Beispiel manuelle Therapie, Lymphdrainage. Wir machen auch Präventionsmaßnahmen für die Krankenkasse, Rückenschule, Nordic Walking und auch Entspannungstherapie nach Jakobsen. Natürlich, ich habe noch etwas vergessen. Auch Hausbesuche ist ein wichtiger Teil unseres Therapieangebotes.